Barakallahu fikum. Lesen heißt, dass man die Lippen und die Zunge bewegt. Aber wenn du mit Augen nur so guckst, du liest sozusagen mit Augen, das ist kein Lesen, was richtig ist, was man mit Lippen und Mund isst. Wenn du sagst zum Beispiel, der Prophet sagt, man qara'a alif lam mim. Das ist, wer sagt alif lam mim. Aber dass man nur den Koran so anschaut und dass man die Lippen und so bewegt, das ist keine Lesung dann. Deshalb bitte aufpassen, auch im Gebet. Im Gebet, wenn man Koran liest oder wenn man Azkar macht im Gebet, dann muss man mindestens die Lippen bewegen. Ob jetzt laut Gebet, musst du laut sein. Leise Gebet, das wird beim Koran lesen. Leise Gebet, dann bist du leise. Aber mindestens bei leise Gebet, du machst zum Beispiel so. Nicht aber, das ist keine Lesung. Ja, und bei laut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim und so weiter. Das ist laut.